für den Arbeitsdienst ausgewählt. Tja, ich kann schon mal so viel sagen. Natürlich existieren die Zombies noch. Also das heißt, diese Apokalypse ist noch bei weitem nicht vorbei. Und ich weiß auch nicht, ob wir in der Lage sein werden, das Ganze... Entschuldigt. Ob wir in der Lage sein werden, das Ganze zu beenden. Ich bezweifle es. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Upsa. Ich krieg eine Spritze jetzt. Yay. Okay. Also direkt mal exekutiert. Apropos exekutiert. Der auch. Also die machen kurzen Prozess mit allen Infizierten. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Ist aber auch besser so, muss ich leider sagen. Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Na klar, ich bleib cool. Ausweise bitte. Bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich hab heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Oops. Los, hier, los! Don't leave her! Firefly! Joel, weg hier! Komm schon! So, also es geht ganz schön ab. Und ich kann euch schon mal so viel sagen, achtet mal auf den rechten Arm. Von meinem Spieler hier. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? So, jetzt hat er sich dann einen Verband drum gemacht. Finde ich auch ganz nett. Wir werden außen rum gehen. Ich weiß gerade selber nicht, ob das immer so ist. Hinter der Mauer? Mal gucken. Oder wir lassen Robert in Ruhe. Toll. Hey, Tess. Hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene? Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Ja, also wie man sieht, gibt es anscheinend hier mehrere Gruppierungen auch noch, oder Fraktionen. Wir sind dran. Ich weiß nicht, zu welcher ich hier zähle. Es braucht sich was zusammen. Auf jeden Fall so nach dem... Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Nach dem, was sie vorhin gesagt hat, schein ich ein... Joe, hilf mir mal damit. Ein Schmuggler zu sein. Oder mir damit zumindest meinen Lebensunterhalt zu verdienen.
ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. So. Ich werde nicht. So, unser Zeug. Also dann rüsten. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Rüsten wir uns mal aus. Endlich mal eine ordentliche Knarre. Yay! Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Gasmaske. Und eine Taschenlampe. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. So, nachgeladen ist auch. Dann kann es losgehen von mir aus. Bereit? Ja, Ma'am. Na los. Und hüpf. Finde ich ein bisschen heftig, dass die schmächtige Frau da mich da einfach mal so locker hochzieht. Normalerweise hätte ich der wahrscheinlich jetzt die Bandscheibe. Geh weiter. Zerstört. Okay. Aber okay. Auch das hier ist ein super Versteck. Vorsichtig. Für so einen Geheimgang. Einfach mal eine Tür über ein Loch gelegt. Ist das eine Fangfrage? So, mal gucken, ob es hier noch irgendwo was gibt. Also, was ich nämlich so mitbekommen habe aus den anderen Spielversuchen. Munition ist immer knapp. Und von daher heißt es auf jeden Fall Augen offen halten. Ich war lange nicht draußen. Es ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Auch hier wieder extrem wie die Natur zurückgekommen ist. Sehr schön. Wo ist die Leiter? Sie muss hier ja irgendwo sein. Also das passt natürlich richtig schön dann zu diesem, weil ne, 20 Jahre her sind seit dieser Katastrophe und hier anscheinend nicht so die Leute hin dürfen. So, jetzt holen wir erstmal die Leiter und ballern ihr die auf den Schädel, würde ich sagen. In guter Wrestling-Manier. Ja, ne, aber es passt. Es ist, passt wieder sehr schön mit rein von der Grafik her in dieses Setting. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Also die haben, das ist relativ. Schön auf die Details geachtet. Was ist Details? Ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen heftig. Ja, aber es sieht alles sehr schön aus. Das resultiert natürlich daraus, dass man... Schubladen. Sammle Teile, um deine Waffen zu verbessern. Jawohl. Das hängt natürlich alles damit zusammen, dass man ja einen sehr festen, vorgeschriebenen Weg geht. Also, was das angeht, ich würde ja eigentlich sagen, man muss das Spiel auch mit Uncharted wohl vergleichen. Was haben wir hier? Anhänger der Fireflies. David Michael Virgil. 102. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, also mit Uncharted muss man schon vergleichen und jetzt hier runter. Gefühlt ist man hier noch etwas mehr bisher eingeschränkt. Also oder unsere Waffen noch hat? Auf den Seine Pfad Willen. Fixiert. Hoffe ich. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, dann aber wenn wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Lass sie gerade mal erklären. Ja, tja, er hat immer irgendwas. Das reicht dann für eine Weile. Warte, Sporen. Zack, Maske auf. Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich echt so ein Open-World-Fan. Aber du kannst natürlich aus so einem Spiel einfach, oder wenn du es so umsetzt, kann man halt einfach auch sau viel rausholen. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Weil man die Räume, um die man sich kümmert, einfach super detaillieren kann. Das ist schon echt klasse.
So. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Und da sieht man es nämlich jetzt nochmal ganz schön. Also, diese Sporen, deswegen haben sie sich ja die Gasmasken aufgesetzt, die scheinen so gefährlich zu sein. Und hier wächst auch eben der Pilz aus dem Körper raus. Also das war wahrscheinlich ein Infizierter. Und der breitet sich schon ganz schön aus. Und hier im Eck liegt auch noch eine. Ein schon größerer Pilz. Also, das ist wohl das Problem, dieser Pilz, hier sollten wir durchpassen. Der sich da anscheinend rasend schnell verbreitet. Alles okay? Ja. Und extrem aggressiv. Die verdammte Decke kommt runter, pass auf! Hier lang. Vorsicht. Scheiße! Pass auf! Helf mir! Meine Maske ist kaputt! Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Tja, das ist... gibt nicht viele Optionen. Eigentlich nur die eine. Gehen wir. So leid es mir tut. Da haben wir schon den ersten, der dran glauben muss. Ja, aber er hat ja auch drum gebeten. So, jetzt gucken wir hier nochmal alles durch. Oh. So, jetzt hat man hier so ein bisschen, also Lauschmodus eben. Das heißt, er hört jetzt genau hin. Und kann anhand dessen dann Gegner wahrnehmen, die er vielleicht sonst nicht gut sehen könnte. So, jetzt hat man ja noch mehr. Die machen sich gerade noch an einer Leiche zu schaffen. Himmel. Schauen, ob sie lichtempfindlich sind. Bisher nicht. Bam. Ja, das war mal sauber geschossen, würde ich sagen. Das waren alle. Hoffentlich. Gibt's Munition? Gehen wir zurück in die Stadt. Natürlich nicht. Ja, ich habe auf jeden Fall, würde ich mal sagen, 3 Schüsse bis jetzt, 3 Headshots. Ich habe gerockt. Ich müsste eigentlich schon direkt aufhören wieder. Hier könnte ich jetzt noch, da gibt es so, ja, im Prinzip kleine Medikits, also die Sachen kann ich sofort essen, so Schokoriegel. Die kann ich nicht mitnehmen. Und da ich voll bin, bringt es mir nichts. Kann ich ihn auch nicht essen. Munition. So, wunderbar. Also, na, 6 Schuss. Das zeigt es nochmal ganz deutlich. Mit Munition ist hier nicht viel am Start. Also man muss dann schon echt drauf achten, so leise Kills zu machen, wie ich es gerade hatte. Als ich den einen erwirkt habe von hinten. Oder halt, ja, am besten Headshots dann. Wenn schon schießen, dann Headshot. Jetzt gucke ich gerade nochmal hier. Nicht, dass ich hier was vergesse nachher. Okay, da ist nichts.
Taschenlampe brauche ich nicht mehr. Dann gucken wir doch mal hier. Nachricht an den Bruder. Also, mein lieber Bruder, wir waren so nah dran. Ich sitze vor der Mauer und weiß, ich werde die Zone nie von innen sehen. Beim Warten auf den Schmuggler hörten wir einen Trupp Soldaten kommen. In Panik haben wir uns in so ein Haus geflüchtet. Niemand von uns hat die Sporen bemerkt, bis es zu spät war. Wir sind alle infiziert. Wir haben noch ein paar Stunden, vielleicht einen Tag. Ich hoffe, der Schmuggler kommt trotzdem, damit ich ihm wenigstens diesen Zettel schicken kann. Dir natürlich, Entschuldigung. Ich hätte auf dich hören und mit dir in die Zone kommen sollen, als es noch ging. Jetzt ist es zu spät. Pass auf dich auf, Mark. Okay. Sie wollten in die Zone und wurden infiziert. Alle, die drin sind, jammern darüber. Und dann sind da die armen Tölpel, die unbedingt dort leben wollen. Tja, Mark, habe ich dann wohl wahrscheinlich gerade erschossen. Aber der war ja schon lange vorher tot. Frische Luft. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn die nicht ablaufen wären, wäre das eine Idee. Hier, die Busse sind schon, die Autos. Bus und Auto schon völlig verrostet. Also da sammelt sich das Wasser auch überall. Da entsteht so ein richtiges Sumpfgebiet, habe ich das Gefühl. Verdammt, das Brett ist weg. Wärst du so nett, bitte? Na klar. Ich hole es. War ja irgendwie logisch. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Die macht das sogar ziemlich locker. Okay. Eben im Gegensatz zu mir. So. Schwing deinen Arsch hoch. Dann los. Hallo, ich bin doch schon da. Nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar, komm. Die hat's ganz schön eilig, hä? So. Mach zu. Also mich wundert so ein bisschen, dass das noch nicht mehr geplündert ist, ehrlich gesagt. 10 Kugeln, jawohl. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Ja, du weißt, dass er uns erwartet. Also Lebensmittelmarken sind dann irgendwie die neue Währung in so einer Zombie-Apokalypse. Los geht's. Na komm. Hey, das, hey, das. Wie geht's dir denn? Nicht jetzt, Terrence. Nein, ist gut, ich hab die Karte da. Jetzt, verstanden?
Also, die war wohl schon öfter hier draußen. Jawohl. Anfassen heißt kaufen. Anfassen heißt kaufen. Was soll ich denn hier kaufen? Wer ist denn das? Das geht dich gar nichts an. Das Einzige, was man hier... Oh nein, das ist Ratte. Naja, also man kann hier nichts eigentlich wirklich anfassen. Mal Spielchips vielleicht. Aha, da darf ich also nicht hin. Dann darf ich aber hier wenigstens zuschauen. Bam! Der hat gesessen. Zack, ausgenockt. Mit dem würde ich mich auch mal gerne anlegen. Na, wo willst du denn hin? Leg, setz dich. Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Was ist die? Königin oder was? Ich hätte es auch alleine geregelt. Wer ist das? Alter Bekannter, frag nicht. Da. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Okay, auf geht's zum Kai. Aber bevor wir da hingehen, werde ich das Spiel mal speichern und die Aufnahme hier beenden, denn so viel kann ich noch verraten, bis zum Kai habe ich schon gespielt und da geht es gleich nochmal richtig ab und das will ich in einer kompletten neuen Aufnahme zeigen. Ja, ich hoffe, euch gefällt es soweit bis jetzt. Ich finde das Spiel absolut hammermäßig. Das geht jetzt gleich wirklich richtig ab. Da kommen noch tolle neue Features, die wir dann ansprechen, wenn es soweit ist. Ja, ich finde es ein interessantes Setting. Wie gesagt, ein tolles Spiel. Also, das ist eigentlich, muss ich sagen, so rundum gelungen. Es gab halt direkt schon einen Patch zur Release. Ich habe es mitgekriegt, der hat schon ordentlich was am Sound verbessert, weil der war eine Katastrophe. Obwohl er jetzt immer noch nicht perfekt ist. Ja, aber ich hoffe, euch gefällt es soweit bis jetzt. Wie gesagt, es geht gleich noch richtig ab. Und ich hoffe, ihr schaut auch in den nächsten Aufnahmen weiter noch mit rein. Ich denke... Ja, hier, wir werden jetzt schon bei 2 Aufnahmen sein, das heißt 3 und mehr. Wir hören voneinander. Macht's gut, euer Morlum. Bis bald.